Hallo zusammen und willkommen. Die Lunge ist neben der Haut das wichtigste Kontaktorgan mit der Umwelt. Mit dem Einatmen kommst du mit allem, was außerhalb von dir ist, in Kontakt. Mit dem Ausatmen verteilst du alles, was dich belastet. Die Lunge füllt fast den gesamten oberen Brustkorb aus. Geschützt liegen ihre zwei unterschiedlich großen Flügel hinter den Rippen. Der linke Lungenflügel ist kleiner, damit das Herz genügend Platz hat. Die Lunge wird vom Lungenfell schützend umhüllt. Zusammen mit dem Rippenfell bildet das Lungenfell das Brustfell. Die sauerstoffhaltige Luft gelangt über Nase und Mund in die Luftröhre und die beiden Hauptbronchien. Diese verästeln sich und leiten über in die Alveolen. Dabei handelt es sich um geschätzte 300 Millionen winzige mit Luft gefüllte Bläschen. Die Lungenbläschen sind mit feinsten Äderchen an den Blutkreislauf angeschlossen. Dadurch kann der Blutgasaustausch stattfinden. Die Bronchien sind für die Atemluftverteilung und für das Abfangen von Schadstoffen und eingeatmeten Fremdkörpern verantwortlich. Ohne das Zutun verschiedener Muskelgruppen und des Zwerchfells wäre ein selbstständiges Atmen unmöglich. Die Luft wird bei Muskelkontraktion durch Unterdruck eingesogen, bei muskulärer Entspannung erfolgt das Ausatmen. Zur Atemnot kann es durch allergische Reaktionen auf Duftstoffe, Schimmelpilz, Bettmilben oder Chemikalien kommen. Als schwere Erkrankung machen Lungenentzündungen, Bronchitis, Bronchialasthma, chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder der Zusammenfall eines Lungenflügels dem Atemorgan zu schaffen. Die schwerste die Lunge betreffende Erkrankung ist der Lungenkrebs, der vor allem durch Rauchen verursacht wird. Du siehst also, wie wichtig dieses Organ ist. Daher solltest du gelegentlich der Lunge eine Kur gönnen und so die Funktion unterstützen. Das macht nicht nur für Aktiv- und Passivraucher, für Pollenallergiker oder umweltkranke Menschen Sinn, die mit Atemproblemen auf Chemikalien und Duftstoffe reagieren. Es genügt, an einer feinstaubbelasteten Straße bzw. im Innenstadtbereich zu leben oder häufig Atemwegsinfekte zu erleiden. Da die Lunge nicht unabhängig vom Restkörper arbeiten kann, kommt ein 3-Tage-Detox-Programm auch dem restlichen Organismus zugute. Dieses stellen wir dir heute vor. Viel Spaß! Schritt Nummer 1. Verringere die Schadstoffzufuhr. Um frei durchatmen zu können, sollten Weichspülerdünste, Nikotinwolken, Parfümdüfte und andere Belastungen nach Möglichkeit ferngehalten werden. Je sauberer und sauerstoffhaltiger die eingeatmete Luft ist, desto besser. Die Lunge hat durch die Mithilfe der Bronchien eine erfreuliche Selbstreinigungsfähigkeit. Schritt Nummer 2. Steigere die Ernährungsqualität. 3 Detox-Tage kommen der Lunge mit dem Verzehr von frischem Obst, Salaten, ungezuckerten Smoothies und gedünsteten Gemüse zugute. Eine besondere Reinigungswirkung entfalten dabei Ingwer, Kurkumin in Curry, Zwiebeln und Knoblauch, frische Kräuter, Südfrüchte, Cranberry-Saft, Bananen, Gemüse wie rote Paprika, Möhren und Kürbis sowie Mango und Melone. Karottensaft verbessert den pH-Wert des Blutes. Er fördert dadurch die Lungenreinigung. Schritt Nummer 3. Inhaliere. Mit heißen Dampfbädern, Saunagängen oder täglichen Inhalationen mit Salzwasser wird die Lunge sanft und schon gereinigt. Die Atemwege werden befeuchtet. Sie können eingenistete Schadstoffe mit der Atemluft ausleiten. Schritt Nummer 4. Steigere deine Aktivitäten. Nichts entgiftet die Atemwege besser als flotte Spaziergänge am Meer oder im Wald. Hier ist die Luft sauerstoffhaltig, salzig oder mit Jod getränkt und besonders heilungsfördernd. Zugleich kommt die Durchblutung in Schwung. Das entlastet und entgiftet den gesamten Organismus. Schritt Nummer 5. Nimm keine Milchprodukte zu dir. Während deiner Detox-Tage sollten keinerlei Milchprodukte auf dem Speiseplan stehen. Diese verschleimen die Atemwege. Außerdem enthalten sie potenzielle Allergene. Schritt Nummer 6. Schlaf dich gesund. Regeneration, Immunstärkung, Zellreparatur und Entgiftung werden vom Organismus im Schlaf geregelt. Über die Haut verliert der Körper bis zu 1,5 Liter Wasser. Du spülst damit auch Toxine aus. Diese werden auch über den Atem ausgeschieden. Zu trockener Atemluft im Schlafzimmer wird kontraproduktiv. Sorge also für eine gute Belüftung. Schritt Nummer 7. Verzichte auf Fleisch. Mit einem über 3 Detox-Tage andauernden Verzicht auf Fleisch jeder Art tust du deinem Körper Gutes. Der Organismus wird weniger mit Toxinen, Antibiotika und Masthilfen auf Pestizidbasis belastet, denn leider konsumieren noch immer viel zu viele Menschen abgepackte oder behandelte Produkte, die ganz allgemein der Gesundheit schaden. Schritt Nummer 8. Verzichte bewusst auf Weißmehl und Gezuckertes. Von der Industrie hergestellte Softdrinks, Kuchen, Süßigkeiten und Fertiggerichte enthalten Unmengen Zucker. Zu meiden sind außerdem alle Produkte, die mit Weißmehl hergestellt werden.
Der tageweise Verzicht auf solche Dinge entgiftet den Organismus bedeutend schneller. Schritt Nummer 9. Trinke viel Wasser. Ein sehr potentes Entgiftungsmittel, das du garantiert nie in ausreichender Menge zuführst, ist Trinkwasser. Der Organismus benötigt zum Entgiften bis zu 2,5 Liter Wasser täglich, am besten stilles Wasser. Hilfreich sind außerdem Kräutertees und Gemüsesuppen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung zu diesem Thema mit uns teilst oder einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.